Die Wechselgerüchte um Bayern Münchens früheren Fußballweltmeister Jerome Boateng halten an. Nach Informationen von Bild und Sportbild haben Vertreter von Manchester United vor dem Test bei den Bayern 0.1 Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen. Das Transferfenster in England ist allerdings nur noch bis Donnerstag, 9. August, geöffnet. Münchens neuer Trainer Niko Kovac reagierte gelassen auf die Gerüchte. Es sieht so aus, dass es nichts Neues gibt. Und ich würde mir wünschen, dass es auch weiterhin nichts Neues geben wird, sagte Kovac nach der Begegnung bei RTL. Angeblich hat auch der französische Meister Paris Saint-Germain Interesse an der Verpflichtung des 29-Jährigen. Sit.